Ich darf vielleicht einiges richtigstellen, was der Herr Abgeordneter Schellhorn, hier von sich gegeben hat. Sie haben vollkommen recht, nur haben Sie die Werte ein wenig verwechselt. Wir hatten 40 Jahre Abschreibungsdauer bis 2000. Bedauerlicherweise hatten wir bis 2015 dann die 33 und 40 Jahre und mit der letzten Steuerreform haben wir hier eine massive Verschlechterung bekommen. Und wenn Sie sich das Regierungsprogramm anschauen und wir sind jetzt den 93. Tag im Amt und wir lassen uns hier überhaupt nicht abfeiern, wir haben schon Entlastungsmaßnahmen von fast 2 Milliarden beschlossen. Eine davon ist eben die Rücknahme der Tourismus-Mehrwertsteuer von 13% auf 10%. Und wir haben im Regierungsprogramm klar festgehalten, dass es uns ein wichtiges Anliegen ist, die Abschreibungsdauern wieder an die betriebswirtschaftliche Notwendigkeit heranzuführen, sprich die Abschreibungsdauern lebensnah zu gestalten. Und unter anderem gibt es ja derzeit nur die lineare Abschreibung und wir haben uns darauf verständigt, dass es unser Ziel ist, hier auch eine degressive Abschreibung zu ermöglichen. Wir sind aber, wie gesagt, noch nicht einmal 100 Tage im Amt und wir können nicht in den 100 Tagen alles machen, was vielleicht in der Vergangenheit falsch gemacht wurde. Wir sind auf einem guten Weg. Es hat schon Entlastungen in Ausmaß von 1,9 Milliarden Euro gegeben. Die nächsten Entlastungen werden auf uns zukommen. Wir wollen die Steuernabgabenquote in Richtung 40% am besten darunter senken und daher sind wir hier angetreten. Danke.